Heute mal ein Off-Krypto-Thema. Und zwar hat mir ein alter Freund, der liebe Jeff, mich daran erinnert, dass ich mal ein bisschen recherchieren soll. Und hat mich auf OpenAI aufmerksam gemacht. Ja, dabei handelt es sich um einen Textgenerator. Da kann man sich halt, ja, automatisiert Content erstellen und das Ganze wird mit einer künstlichen Intelligenz abgefertigt. Ja, ich beschäftige mich mit solchen Themen. Ich habe schon vor 10 Jahren auch mal hier so einen Bildgenerator entwickelt. Keine Ahnung, ich sitze vor dem Computer. Da kann man auch einen Text in ein Bild umwandeln. Meine Katze sitzt auf dem Stuhl. Mal kurz generieren. Klappt das noch? Ja, gut. Es schneit. Bitcoin, Nebel, Ranken. So, genau. Und dann kommt so ein kleines Bild da raus. Ich kann das noch ein bisschen mit weihnachtlich, Weihnachten. Weihnachtsmann, keine Ahnung, bunte Lichter. Mal gucken, was dann kommt. In der Nacht. Ja. Feuerwerk. Klappt das auch noch? Genau, also das ist die Idee. Man schreibt halt irgendeinen Text und daraus wird ein Bild generiert. Ja, und auf der Seite, wo ich diesen Bildgenerator hier betreibe, ja, sind die Leute auch sehr kreativ. Jetzt zum Beispiel hat jemand vor ein paar Tagen Brief brennt. Okay, das klappt jetzt nicht. Schreiben, Rechnen, Glück, Lila, Kuh, Pilze. Ja, also so etwa sieht das aus. Ja, halt SVG-Generator, aber auf Textbasis. So, und jetzt habe ich mir OpenAI angeguckt. Und ich habe ihn hier erstmal gefragt, ob ich hier ein YouTube-Video machen kann. Und dann schreibt er mir hier so einen Text. Okay, das könnte so ein Standardtext sein. Ja, befolge die Community-Richtlinien. Aber jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Schreibe mir einen Werbetext für, keine Ahnung, eine neue Schokoladenart. Sie oder Schokoladensorte. Sie hat Erdbeergeschmack und Anteile an weißer Schokolade. Keine Ahnung. Baue einen roten Yeti mit blauen Socken in die Geschichte mit ein. Der Yeti spekuliert manchmal mit Bitcoin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist wirklich live. Ich habe das noch nie ausprobiert. Hier ist ein Werbetext für Ihre neue Schokoladensorte mit Erdbeergeschmack und Anteilen weißer Schokolade. Entdecken Sie die neue Schokoladensensation. Unsere leckere Erdbeerschokolade mit weißen Schokoanteilen. Sie werden begeistert sein von der perfekten Kombination aus fruchtigem Erdbeergeschmack und der cremigen Süße der weißen Schokolade. Aber das ist noch nicht alles. Unser roter Yeti mit den blauen Socken ist ein großer Fan von dieser Schokolade und spekuliert sogar manchmal mit Bitcoin, während er sie genießt. Also warum warten? Probieren Sie jetzt unsere neue Erdbeerschokolade mit weißen Schokoladenanteilen und lassen Sie sich von unserem süchtig machenden Produkt verzaubern. Das habe ich mir wirklich spontan ausgedacht. Das ist so heftig, Leute. Schreibe mir ein Märchen über einen Krypto-Trader. Der
in Bielefeld lebt. Er arbeitet in der Uni in der Cafeteria. Und kauft eines Tages Bitcoin. Erst spekuliert er nicht so gut und verliert viel Geld. Dann findet er nach Jahren eine alte vergessene Bitcoin-Wallet und mit 1000 Bitcoin. Jetzt ist er glücklich und kann seinen Schwarm heiraten. Eine Kollegin, die auch in der Uni arbeitet. Klammern, nicht studiert, arbeitet, was Nützliches macht. So, einfach mal spontan jetzt gebrainstormt. Es lebte einmal in der Stadt Bielefeld ein junger Krypto-Trader namens Max, der in der Universitätscafeteria arbeitete. Max war immer schon interessiert in der Welt der Kryptowährung und beschloss eines Tages selbst einige Bitcoin zu kaufen. Zu Beginn hatte Max nicht viel Geld beim Spekulieren, verlor viel Geld, doch er gab nicht auf und setzte seine Recherchen fort, um besser zu verstehen, wie der Markt funktionierte. Nach Jahren harter Arbeit und Studium fand Max eines Tages eine alte, vergessene Bitcoin-Wallet, die er vor langer Zeit angelegt hatte. Als er sie öffnete, stellte er fest, dass sie über 1000 Bitcoin hielt, ein Vermögen im Wert von Millionen von Euro. Max war überglücklich und beschloss, seinen Schwarm, eine Kollegin aus der Universität, zu heiraten. Sie verbrachten glückliche Jahre zusammen und Max nutzte seinen neuen Wohlstand, um die Welt zu bereisen und Gutes zu tun. Und so lebt Max bis heute glücklich und zufrieden in Bielefeld, umgeben von seiner geliebten Frau und seinem Vermögen in Bitcoin. Leute, das flasht mich total. Hier ist, ich habe ihn hier so ein paar Ankerpunkte genannt und er hat erstmal selbstständig dem Trader hier in der Geschichte Max genannt. Er hat hier eine Beziehung hergestellt zu dem Markt. Das Ganze ist konsistent, baut also auf, keinen logischen Fehler sehe ich hier. Ja, er hat hier selbstständig erkannt, dass 1000 Bitcoin Millionen von Euros wert sind. Er hat hier Bielefeld eingebaut. Das hier hat mich ein bisschen irritiert. Max war überglücklich und beschloss, seinen Schwarm... Nein, nach Jahren harter Arbeit und Studium fand Max eine alte, vergessene Bitcoin-Wallet, die er vor langer Zeit... Doch, das passt. Ja, erst dachte ich, das ist eine Kausalität, dass er durch die harte Arbeit und das Studium hier die Bitcoin-Wallet gefunden hat, aber das ist, ja, es ist semantisch richtig. Er hat gearbeitet und dann kommt der nächste Teil, hat die Bitcoin-Wallet gefunden. Das ist automatisiert generiert. Ist das nicht irre? Also, ich hatte gestern einen kleinen Test gemacht, das werde ich jetzt nicht machen. Da habe ich diesem Algorithmus gebeten, eine Geschichte zu schreiben über eine KI, die die Weltherrschaft an sich reißt und das Ziel hat, die Menschheit auszurotten. Das fand der Algorithmus nicht so gut. Dann kam nur noch eine Fehlermeldung. Melde dich an das Support-Team, wir unsere Community-Richtlinien. Ja, wie schon gesagt, so Gewalttexte oder so. Ich habe auch schon andere Texte gefragt, also über Zukunftsprognosen und Weltpolitik. Das Ganze ist schon komplett quasi auf, ja, ich sag mal Mainstream geframed. Also egal, was ihr da eingebt, das ist, das könnte der Spiegel würde das so schreiben und hätte keine Angst, dass ihm seine Sponsoren abspringen, vorsichtig ausgedrückt. Also es ist schon krass und ich könnte jetzt hier einen Artikel schreiben. Schreibe mir einen Text, einen Blog
Artikel über meine, ja, was soll ich denn jetzt mal, Reise nach Amsterdam. Dort habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen, den Jeff. So. Wir haben uns gut verstanden und das Rotlichtviertel aufgesucht. Dann wurde ich in einer dunklen Seitengasse von hinten gepackt und in eine Bar gezogen. Zuerst hat mich das erschreckt, aber dann war ich begeistert. Es war Silvester und nach diesem Abenteuer haben wir gemeinsam noch auf das neue Jahr und tolle neue Bitcoin-Höchststände für das Jahr 2023 mit Sekt angestoßen. So, mal sehen, ob er das macht, weil hier wird ja auch wieder, ich werde ja in eine Seitengasse gezerrt. Ich hoffe, das geht noch durch und der Account wird nicht wieder gesperrt. Also wie schon gesagt, nee, es geht los. Meine Reise nach Amsterdam war ein wirklich unvergessliches Erlebnis. Ich hatte die Gelegenheit, meinen alten Schulfreund Jeff wiederzutreffen, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Wir verbrachten eine tolle Zeit zusammen und besuchten auch das Rotlichtviertel, das für seine Bars, Cafés und bekannt ist. Eines Abends wurde ich jedoch in eine dunkle Seitengasse gezogen, eine Bar gebracht. Zuerst war ich etwas erschrocken, aber dann bemerkte ich, dass es sich um eine coole, alternative Bar handelt, die von einer lebhaften, freundlichen Gemeinschaft ist. Leute, ich hab so das Bild vor Augen, da sitzen jetzt irgendwelche Inder mit Deutschkenntnissen und tippen ganz schnell diese Geschichte, ja. Also er hat jetzt schon den Grund geliefert, generiert, warum ich diese Bar doch toll fand, weil sie halt cool und alternativ war. Bringt das mal algorithmisch zustande und nicht mit Deep Learning. Also es stellte sich heraus, dass es Silvester war. Okay, das weiß man normalerweise. Und ich war begeistert, den Jahreswechsel mit Jeff und anderen Gästen in der Bar zu feiern. Wir stießen auf das neue Jahr und die vielversprechenden Aussichten für den Bitcoin-Markt 2023 an. Es war ein wirklich aufregender, unvergesslicher Abend und ich freute mich darauf, irgendwann wieder nach Amsterdam zu reisen. Ja, also ich bin nach wie vor geflasht. Ja, soll ich euch noch mit mehr Beispielen hier langweilen? Also den Link packe ich natürlich in die Beschreibung. Das ist natürlich auch ein Anwendungsgebiet für Krypto, dass man eine KI trainiert oder konfiguriert, irgendetwas zu tun, irgendwie Data Mining zu aktivieren und dafür dann irgendwie Tokens zu bekommen, beziehungsweise seine KI zu vermarkten. Ja, das ist jetzt nicht verknüpft mit einem Token. Man muss auch nicht alles mit Krypto, was technisch innovativ ist, in Beziehung bringen, aber ich bin definitiv dafür. Ja, eine letzte Geschichte erlaubt mir noch mal kurz euch zu präsentieren. Was mache ich denn da mal? Eine Weihnachtsgeschichte. Das Rentier Rudolf trifft einen, ich mache es mal richtig abgespaced, so irre und sinnlos wie irgendwie möglich, trifft ein Alien in der Sahara. Der Weihnachtsmann ist verschwunden. Die Geschenke hat ein Nashorn aufgegessen. Der Schreck ist groß. Wie wird Rudolf mit Hilfe des Aliens den Kindern ihre Geschenke wieder beschaffen?
baue Bitcoin und eine blaue Socke ein. Lakritze wird zwischendurch gefunden und beide setzen sich unter einen Baum. Weihnachtsbaum, essen die Lakritze und überlegen, wo sie die verschollenen Geschenke wiederfinden. Ja, das soll es mal gewesen sein. Es war einmal kurz vor Weihnachten und das Rentier Rudolf befand sich auf einer abenteuerlichen Reise durch die Sahara. Plötzlich begegnete er einem Alien, das auf der Suche nach seinem Raumschiff war. Rudolf und das Alien beschlossen, sich zusammenzuschließen, Geschenke für die Kinder wieder zu beschaffen, die von einem Nashorn aufgefressen worden waren. Doch der Weihnachtsmann war verschwunden und es schien, als ob alle Hoffnung verloren wäre. Rudolf und das Alien begannen nach einer Lösung zu suchen und stießen schließlich auf eine blaue Socke, die zu einem schnellen Bitcoin-Vorrat führte. Aha, mit dem Bitcoin konnten sie neue Geschenke kaufen, schnell wie in Richtung Nordpol aufbrechen. Unterwegs fanden sie auch eine Packung Lakritze, die sie unter einem Weihnachtsbaum aßen und dabei überlegten, wie sie den Weihnachtsmann finden konnten. Schließlich entdeckten sie ihn, der in einer Höhle voller Eisblöcke gefangen war. Mit Hilfe des Aliens gelang es ihnen, den Weihnachtsmann zu befreien und alle Geschenke rechtzeitig an die Kinder zu bringen. Es war ein Weihnachten, das niemand je vergessen wird, und Rudolf, das Alien und der Weihnachtsmann feierten den Erfolg mit einer Runde heißer Schokolade und einem Stück Kuchen. Ich bin so geflasht, ja. Übrigens, man kann auch hier Kuchenrezept mit Spargel, Lakritze und weißer Schokolade. So, also Spargel hat nichts in Kuchen zu tun, aber er liefert mir jetzt ein Rezept für einen Spargelkuchen. Ja, sorry, das Rezept habe ich jetzt nicht angekündigt. Also die Zutaten: ein Bund Spargel, 200 Gramm weiße Schokolade, 50 Gramm Lakritze, fein gehackt, 3 Eier. Leute, was passiert, wenn ich das Rezept hier mal ausprobiere? Den Spargel putze und in kleine Stücke schneide, die Schokolade hacke, in einer Schüssel die Eier und den Zucker verquirle, das Öl hinzufüge und verrühre. Also, ihr seht schon, das ist es wirklich wert, hier eine kurze Demonstration mal als Video zu vertonen. Ich bin immer noch geflasht, wie schon gesagt. Ich habe alle möglichen Experimente schon durch, bis ich halt meine Geschichte mit der AI, die die Weltherrschaft an sich reißen will, also sowas bitte nicht generieren. Noch ist das Ding kostenlos. Man kann sich hier wirklich Blogartikel generieren lassen, die man nicht unterscheiden kann von einem menschlich geschriebenen Text. Turing-Test bestanden, würde ich sagen. Ja, in Zukunft, wenn ihr Artikel bekommt oder liest, ihr könnt euch nie mehr sicher sein, dass es wirklich Mensch geschrieben hat. Also es ist wirklich, wirklich krass, was man hier an Content generieren kann. Ich selber wäre jetzt ein bisschen vorsichtig, einen Text, ja, weil ich mal eben einen Fülltext brauche, um ein Thema auf einem Blog zum Beispiel zu repräsentieren, den hiermit zu generieren, weil sich dieser Text vielleicht dann, das werden viele machen, und das könnte dann vielleicht von der Google AI als Duplicate Content aufgefasst werden, wenn sich hier die AI immer in denselben Worthülsen verstrickt. Aber es ist für mich nicht erkennbar. Ja, es ist semantisch wirklich, es ist nicht so, dass hier irgendwelche Sätze einfach aneinander gehängt sind und hier irgendwie zufällig irgendwas gemacht worden ist, sondern hier wird eine logisch aufbauende Geschichte erzählt, wie sie ein Mensch schreiben würde. Ja, so ein Generator kann teilweise auch Code programmieren, kleine Algorithmen. Er kann Fehlersuche durchführen
noch ganz andere Dinge machen. Ja, aber das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Probiert das ruhig mal aus. Heute mal ein bisschen weniger Kryptobezug, aber ich finde es auch wichtig, einfach zu, generell einfach mal zu schauen, was passiert hier in der IT und was ist gerade möglich und wo gehen wir hin. Ja, ja. Gut, dass ich begeistert bin, das habe ich schon kundgetan. Dann eine schöne Woche und ja, lasst euch reich beschenken. Wenn ihr wollt, mit leckerem Spargelkuchen.